Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Wir sind wieder bei 30 Days Adventure Challenge und ich halte jetzt erstmal die Klappe. Ist nicht der Gute. Ich spoile mal. Thorin, when are you gonna grow up? You pick up those tools from town like I told you? I thought I'd do that tomorrow. No, I need them in the morning. You get into town right now. Yes, sir. Hurry home, Thorin. Don't be late for dinner. Okay, Mom. This isn't what I want in life. I should be a hero. Heroes don't run errands. Right, Boogle? Hey, Boogle? Boogle! Asleep again? Ah, Boogle. Is this all my life will ever be? Running errands to this little town? I just don't want to live my life without ever having lived my life. Kapitel 1, die Oberwelt. What happened? I saw it. I saw everything. Who are you? What are you doing here? I was just passing by when all that started. I was so scared, I hid behind your barn. Who could have done this? It must have been one powerful sorcerer. Or sorceress. Why? And who around here has such power? No one I know. But
once there was such a person. But no, Licentia's been gone for years. Licentia? Who's Licentia? Oh, I don't think it could possibly be her. She was banished to the lands below years ago. The lands below? She must have been evil to be sent there. Yes, and there's no way you could ever find her down there. I know what I'll do. I'll find this Licentia and force her to release my parents. I'm sure you will. Um die Frage von Lykvalov, ihr seht die ja gerade im Chat zu machen, ich glaube, der AGI war der Adventure Graphics Interpreter, ne? Und das andere war der Sierra Compiler Interpreter oder irgend sowas. Auf jeden Fall, SCI war, glaube ich, das, also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr, es gibt ja von manchen Games von Larry, von Police Quest 1 und von Space Quest 1 gibt es jeweils VGA Remakes. Und da seht ihr mal den Unterschied. Ich kann euch mal irgendwann auch mal beide Versionen zeigen. Das Ding ist, glaube ich, aber noch in einer ganz anderen Engine programmiert worden, weil das ist schon die Zeit, wo Sierra die Sachen für Windows konzipiert hat. Also das hat die gleiche Engine wie King's Quest 7, glaube ich. Frag mich nicht, wie das jetzt wieder heißt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Tacken drüber. Das Game ist tatsächlich von Erlo. Das ist sozusagen, ich glaube, eins der letzten Adventures, die der Larry-Erfinder tatsächlich gemacht hat. Und es ist, was die Animation angeht, kann man sie echt nicht beschweren. Das sieht aus wie gemalt. Also es ist wie ein Cartoon. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwie... ich glaube, irgendwo war ich mit irgendwelchen Rätseln überhaupt nicht einverstanden bei dem Ding. Da waren wir doch schon gerade. Hey, Boogle, let's go. Ja gut. Wenn wir da reingehen können, dann machen wir das auch. Ja, Retagon Lord sagt, das ist alles mit SCI gemacht, aber... Kann ich ihn irgendwo verwenden hier? Glaube nicht, ne? Das ist, glaube ich, aber auch nichts, was hier irgendwie Interessantes ist, glaube ich. Aber es ist definitiv, ihr merkt auch schon die Musik, es ist... Ja, für was bin ich jetzt bewaffnet? Okay. Was ist das? Weiß ich auch alles nicht mehr, ey. Also. Null Erinnerung. Oh, komm, gehen wir nochmal da lang. Macht er alles automatisch? Okay. Ah, sieht cool aus. Musikalisch macht es gerade auch eine Menge her. Aber ich kann mich an fast nichts von dem Game erinnern. Ich weiß aber, dass ich das gezockt habe. Ich habe das auch heute noch in der Sammlung. Hier einsammeln können. Natürlich ist das zu. Was erwarte ich auch?
guess not. Jetzt kommt der Hieratogum Lord an mit dem absoluten Verbrechen Mask of Eternity oder in der deutschen Fasse Maske der Ewigkeit, das sogenannte King's Quest 8, das Verbrechen. Sagt er gerade, wurde mit Free Space gemacht. Mag sein. Auch da sage ich immer so schön, auch wenn ich jetzt mal völlig vom Thema hier ablenke, King's Quest 8 ist gar nicht so scheiße, wie man es immer gern betitelt, aber es ist auch nicht wahnsinnig gut. Kann ich hier was einschlagen? Natürlich nicht. Kannst du irgendwas machen? Natürlich auch nicht. Super. Da muss ich hier überhaupt sein. Dann geht er jetzt wieder komplett zurück. Das wäre jetzt auch ein guter Gag. Natürlich geht er komplett zurück. Kann ich irgendwo hier abbiegen? War ist eine super Animation, definitiv, also. Rettungen Lord sagt, die Katze kann sich verhindern. Okay. Und was mache ich mit der Bugelkiste? Ja. Was sagt denn die Hilfe? Warte mal. Ne? Da kommen wir hin. Ja, waren wir da noch nicht. Wo sind wir denn hier gerade? Hallo? Why am I taking a leaf? Weiß ich nicht. Why am I take- Wo bin ich denn? Ich guck da jetzt nur hin oder was? Isma ist bestimmt gut für dich. Kommen wir jetzt da wieder raus oder ist das ein anderer Weg? No matter how many times I see Crystal City, it's still impressive. Valley. The bridge is up. Yes, I see, but I thought perhaps I would be able to convince you to I guess not. Die Bären? Na, natürlich nicht. Was erwarte ich eigentlich? Es ist ein LO Adventure, das kann nicht logisch sein. Bestimmt nicht gut gewesen. Nein! Tipp des Tages, nicht in den Fluss springen. Jetzt geht's ja nur an- und ausmachen. Soll ich meinen Kundendienst anrufen? Also, falls einer anrufen will, ja, hier die Nummer. Hier, Tech Support. Ja, das war Torrent's Passage. Habe ich auch auf meinem Plan.
Ja, falls ihr noch Ideen für Adventures habt, ab in die Kommentare. Dafür sind sie da und wir kriegen sicherlich noch ein paar Sachen zusammen. Ich habe also noch ein paar Sachen, die vielleicht nicht unbedingt Leute immer auf dem Schirm haben. Und da kommen wir auch noch hin. Ja. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Wenn ihr Spaß hattet, ne? Ihr wisst, was ihr tun könnt. Und dann macht's einfach. Bis dann.